Guten Abend, gute Nacht für euch alle. Wieder aus Senftenberg gibt es durch diese kalte Winternacht noch ein kleines Liebeslied. Frau, du wirst noch dann unter Sternen sein, wenn ein fremder Mann ich schon bin und kein Lächeln mehr ersteht dir aus unserem Glück. Denn die Liebe geht. Was nun bleibt zurück? Da die Nacht nun steigt und das Wissen schreckt, muss der Mann, der schweigt, ich nun sein. Verdeckt ganz von Dunkelheit, die mein Leib nie zeigt. Und ich bin schon weit, weit von dir geneigt. Geh an mir vorbei in dem trüben Licht. So nur rühre ich an dein Angesicht. Ein kleines Liebeslied, ausgekramt in einem Gedichtband von einem alten Bekannten. Einem alten Bekannten hier aus meinen doch schon so vielen Einsprechen in diesem Kanal. Erich Arendt, geboren 1903, gestorben 1984 in Wilhelmshorst, in dem Wohnhaus von Peter Huchel. Das Wohnhaus, das Peter Huchel 1971, als er aus der DDR ausgewiesen wurde, verlassen hat. Das ist Erich Arendt eingezogen bis zu seinem Tod. Und in diesem Wohnhaus gibt es ja noch einen Nachfolger dieser ganzen berühmten Dichter, nämlich den Verlag Wilhelmshorst, der das Poesiealbum rausbringt, dieses kleine Heft mit den Gedichten der verschiedenen Lyrikerinnen und Lyriker. Und ein alter Bekannter deshalb, weil ich diesen Erich Arendt sehr liebe. Er ist nicht einfach, er wurde mal als Wortalchemist bezeichnet, er der spanische Literatur übersetzt hat für beide deutsche Staaten, also sowohl für die BRD als auch die DDR. Ja, der emigrieren musste über die Schweiz nach Mallorca, dann am spanischen Bürgerkrieg teilgenommen hat als Reporter, dann nach der Niederschlagung des spanischen Bürgerkrieges nach Frankreich geflohen ist, dort gefangen genommen wurde in den Internierungslager und dort jemanden aus Kolumbien kennengelernt hat und dann nach Kolumbien mit seiner Frau fliehen konnte. Die Sprachen konnte er alle immer schon, sowohl Spanisch als auch Französisch, und ist dann zurückgekehrt in die DDR. Ein wirklich toller Dichter zu entdecken. Doch fotografiert. Also ein sehr bewegtes Leben. Erich Arendt. Morgen vielleicht nochmal. Wer weiß. Wenn ihr wollt, hören wir uns morgen wieder. Schlaft gut. Bis dann.